Aloy! Du kommst genau zur rechten Zeit. Hier drüben! Aloy! Welch ein großartiger Tag. Großes liegt in der Luft. Oder wird es bald? Großes, hm? Sieh her. Ich nenne es Morlins fantastischer Schwebeballon. Inspiriert von den fliegenden Kugeln der Banuk bei ihren Clankämpfen. Hoch da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Ohne Last der Schwerkraft lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Ein mechanischer Brenner. Klein. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten. Eine solche Statue hatte den Brenner im Maul. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn mir schnappen konnte. Könntest du ihn holen, bitte? Okay, Morlin, du hast mich. Ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, okay. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Die besagte Statue ist hoch oben. Bedrohlich wie ein Albtraum. Oh, und wenn du lieber sanfter in die Ruinen absteigen willst, nimm den Aufzug. Geh zurück ins Gebäude und dann nach oben. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. Untertauchen. Nein, nicht die richtige. Die scheint der Ort zu sein, aber keine Gräber. Und das muss die Statue sein. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Eine Öffnung. In dem Raum ist eine Kiste. Aber wie komme ich da ran? Das könnte nützlich sein.
Okay. Ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Holen wir uns den Brenner. Oh. Geschafft. Wow. Ja, ich hab den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. Gräber, was müssen die sein, die Morland angegriffen haben? Einer von den Fest ist hier abgelandet.
Metall. Wenn du eine Explosion hörst, ist es vermutlich Norden. Irgendwie scheinen die Gegner zu aggressiv. Du bist zurück! Hast du ihn? Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Bitte sehr, Molland. Oh ja! Ja! Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme. Oh. Dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boden. Beste Osram-Wertarbeit. Na, drehen wir die Flamme etwas auf. Ah, wir steigen auf. Sieh nur. Die Welt unter unseren Füßen. Der Himmel zum Greifen nah. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Genau. Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Wir schreiben gerade Geschichte. Der erste erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja! Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und grausam und regelmäßig höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Wir nicht. Nur Raum für Piloten, Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Naja, zumindest kann weniger explodieren. Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. Er singt plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Nur eine kleine Turbulenz. Wir werden die wilden Lüfte bezwingen. Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Fürs Protokoll. Dies war nicht Teil der geplanten Aeronautik. Was war das? Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Holland! Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Aus dir keine Sorgen machen! Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das. Tropfender Dichtungsregen. Er wird uns rammen. Gefahr. Ich muss zu ihm. Nein! Nein! Ich muss seiner Stimme folgen. Morland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen.
Okay. Das war der letzte. Ich sollte nach Morland sehen. Warte, Morland! Ich helfe dir raus! Aloy! Beim Zahnrad, du lebst! Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Oh, das wird mir sicher noch nützlich sein. Wenn das die Kundenkritik für einen suboptimalen Flug ist, habe ich sie zur Kenntnis genommen und danke dir dafür. Jetzt schaff das bitte weg von mir. Alles in Ordnung? Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Schon gut. Wir leben noch. Weißt du, was die Oseram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Ja, das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Okay, dann los. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Ach, scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Ich glaube, ich habe eine Brücke. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Oseram. Ich sehe ihn. Der Brenner, er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja, ich sollte keine Sicherheitsvorhersagen mehr machen. Es muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht. Was? Ich? Munition!
Er ist tot. Bei meinem Stahl. Oh, Aloy, hier drüben. Wenn du einen Moment hast. Bei meinem Stahl. Oh, der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Oder ihm gefiel mein Ballon. Das kann ich später. Gefunden. Ha, nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Aberdant und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden. Leb wohl, Molland.